Hallihallo, meine Lieben. Ja, endlich sind sie bei uns. Wir haben ja alle schon sehnsüchtigst darauf gewartet. Also ich jedenfalls und ich glaube ja auch, was ich so von euch als Feedback bekommen habe. Die neuen Kringle und Country-Düfte für den Herbst sind da. Klar, ein Disclaimer vorab. Ihr hört es schon, ich bin ein bisschen angeschlagen. Leider immer noch. Was soll ich sagen? Sobald die ersten, obwohl heute ist eigentlich relativ warm. Aber sobald die ersten kühlen Tage da sind, ist er sofort wieder krank. Diesmal kann ich es nicht auf den Räuber schieben, denn der ist fit wie ein Turnschuh. Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht, muss am Alter liegen. Ich trinke hier schon fleißig Kamillentee. Ich versuche, so normal wie möglich für euch zu sprechen. Es tut mir wirklich leid. Aber ich hatte es euch auch schon in meinem Cheerful-Video gesagt. Ich wollte die neuen Düfte jetzt so schnell wie möglich für euch abdrehen. Einfach, ich meine, viele von euch werden sich die Bundles, die neuen Düfte, Kerzen, keine Ahnung, Düfte, die sie interessieren, vielleicht auch schon geholt haben. Aber einige warten vielleicht noch so ein bisschen auf Feedback, wie ich die Düfte so finde. Weil ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr mir schon länger folgt, wie meine Nase so tickt. Und deswegen wollte ich euch da so schnell... Entschuldigt. So schnell wie möglich Rückmeldung und Feedback zu den neuen Düften geben. Ich habe bei American Heritage bestellt. Das mache ich ja eigentlich immer. Ich glaube, sie sind auch die ersten, die immer bekommen. Und ja, ne? Also da sind die Düfte immer am schnellsten da. Mein Rabattcode kennt ihr schon, Jessie10. Ich schreibe ihn euch hier nochmal rein. Ich schreibe ihn euch unten in die Infobox. Den könnt ihr immer gerne benutzen, wenn ihr bestellt. Damit spart ihr 10%. Ich habe ihn natürlich auch benutzt, als ich bestellt habe. Das ist so und nicht. Weil, ja, 10% sind 10%, ne? Und die Frage habe ich jetzt auch schon öfter bekommen. Es gibt diesmal keine Daylight Bundles, weil die Daylight irgendwie mit der Lieferung noch auf sich warten lassen. Die kommen aber irgendwie nach. Also, falls ihr die Düfte nicht sofort haben wollt, braucht ihr was auch immer. Daylight kommen nach, ne? Also, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich musste die Düfte aber sofort haben. Und ich war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so ein Opfer wie viele andere, ne? Ich habe es auf Instagram mitbekommen, die Düfte wurde gedroppt, dass die da sind und alle sofort in den Shop, ne? Ich habe es immer gesehen und Jessie hier, ich habe bestellt. Ihr seid verrückt. Ich bin erst am Abend dazu gekommen, weil es war, glaube ich, auf dem Freitag oder so. Ich musste arbeiten, ich musste nach Paris rum Erkner fahren, waren wir noch beim Sport und dann habe ich, glaube ich, erst auf dem Abend bestellt. Deswegen kam meine Düfte auch erst ein bisschen später ein, weil ich war nicht so verrückt wie ihr alle. Das muss ich nur mal so als Rechtfertigung sagen. Ich bin jetzt hier nicht die Schlimmste von uns. Ja, aber ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, ne? Sehr gefreut und habe mir beide Bundles geholt, Kringle und Country Candle. So sehen die Bundles aus. Das ist einmal Country. Hilfe. Ich fällt mir das hier schon auseinander. Und das ist einmal Kringle. Ich habe die Düfte noch nicht angeschnuppert. Wir schnuppern die jetzt zusammen an. Das machen wir ja traditionell immer so. Deswegen musste ich natürlich auch so schnell wie möglich das mit euch machen, ne? So, wartet mal. Zack. Also so schnell wie möglich mit euch das Video drehen, weil ich wissen will, wie die riechen, ne? You know, ich kann auch nicht so lange warten. Das hier war schon schwierig genug. So, ich hole mal die Schätze raus. Wir fangen erst mit Kringle an. Wir fangen immer erst mit Kringle bei mir an. Und ihr wisst, wir sind hier Gewohnheitstiere, ne? Wir haben so unsere festgefahrenen Strukturen und erst Kringle und dann Country. So, müsst ihr jetzt ganz erstmal ganz kurz durch. Ich mache euch dann auch wieder einen Reel dazu, wie ich das auspacke, wie ich euch die Düfte nochmal im Einzelnen zeige. Schaut also gerne bei Instagram vorbei, bei meinem Reel und kommentiert es und teilt es und liked es, you know. Nur, ich mal ganz kurz gesagt, habe ich mir immer so viel Mühe damit gegeben. Nein, mal mehr, mal weniger. Und genau, dann muss ich die jetzt auch noch abdrehen nach dem Video. Mein Gott, ich sage es euch, ne, mühsamst ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Wir müssen das Video jetzt drehen. Ansonsten kommt es jetzt ewig viel später und geht nicht. Also ich kann euch ja nicht so lange hängen lassen. Aber noch wichtiger, ich kann nicht so lange warten, um sie anzuschnuppern. Deswegen müssen wir das jetzt hier heute mal so machen. So, meine Lieben. Wir fangen an. Und wir fangen natürlich mit dem Duft an, der uns alle am meisten interessiert hat. Ne? Was soll ich sagen? Es wird keine Überraschung sein, welchen Duft ich meine. Von Kringle Candle, den Kitten and Cashmere. Ich glaube, kein Duft aus der neuen Kollektion ist so heiß diskutiert worden, so sehnsüchtig erwartet und doch so kontrovers diskutiert,
Denn erstmal, das Label ist wunderschön. Die kleine Katze, die da unter den Kuschelpullovern liegt, lieben wir. Das Label ist eine 10 von 10. Der Name ist eine 10 von 10, Kitten and Cashmere. Bin ich am Start, dann gab es ja so ein bisschen Verwirrung mit der Duftbeschreibung. Auf der American Heritage Seite war anscheinend erstmal eine falsche, jetzt wurde die korrigiert. Ich blende euch jetzt eine ein, von der ich hoffe, dass es die richtige ist. I don't know. Ich habe es eh nicht so reingeguckt, weil ich bestelle ja immer beide Bundles. Also ich muss eh alle Düfte anriechen, von daher ist mir egal. Ich rieche dann immer erst, was ich rieche mit euch. Also ich habe keine Ahnung, was officially drin sein soll. Erzähle ich euch ja jedes Mal, ne? Weil ich finde das immer, ja, so Duftnoten, ja, okay, aber die Melange macht es ja erst, ne? So, wir riechen mal Kitten and Cashmere an. Okay. Okay. Also es ist kein Kuschelduft. Es ist kein Kaschmir, wunderschöner Kuschelduft. Das ist es für meine Nase nicht. Ich finde, wenn ich so dran rieche, erinnert er mich so ein bisschen an so einen Spearmint-Kaugummi. An so einen süßen Spearmint-Kaugummi, gepaart mit so ein bisschen was ganz leicht krautigem, badeschaumigem. Ja, das ist die Mischung für mich. Der ist nicht schlecht, der Duft. Ich finde den eigentlich, ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dass ich den gar nicht schön finden werde. Weil dann gab es ja dieses Hin und Her mit der Duftbeschreibung, was weiß ich, kein Kuschelduft. Und dachte ich mir schon, ach, naja, der wird mir wahrscheinlich nicht gefallen. Weil ich wollte einen Kuschelduft. Ich habe mir aber trotzdem auch nicht, also von keinem Duft die Kerze geholt. Ist ja auch immer die Frage, hole ich mir Kerze, hole ich mir nicht die Kerze? Nee, meistens, wenn ich die Möglichkeit habe, erstmal anzuschnuppern, hole ich mir immer erst was zum Anschnuppern. Weil klar, ich liebe das Label auch, aber der Platz ist limitiert in meinem Kerzenschrank. Und ja, Labelliebe, ich verstehe das total. Und wenn ihr da den Platz habt, dann macht das. Ich habe nicht so den Platz dafür. Deswegen dürfen wirklich nur Düfte einziehen, die ich heiß und innig liebe und die ich dann auch benutze. Und bei dem war ich mir halt sehr unsicher. Oder bei allem, weiß nicht, wie die riechen, ne? Ich muss aber sagen, er ist doch ganz schön. Ja, ihr habt hier Minze, ihr habt was Ätherisches, ihr habt was süß-cremiges, vanilliges, was Balsamisches, was Krautiges, halt diesen Badezusatz. Auch so ein bisschen so ein Sauna-Feeling, wie so ein Birkenzweig vielleicht in so einer Banya. Er ist ganz nett. Er ist schön, ja, er ist schon. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, ne? Ich muss ihn warm testen. Es ist jetzt nicht sofort so eine Liebe-Liebe. Aber die Kombination mit dem wunderschönen Label, könnte man schon mal drüber nachdenken, ne? Ob man die nicht vielleicht doch haben will und ob der Duft vielleicht doch so schön ist, dass man ihn ab und zu düften will. Na, ich finde den jetzt gar nicht so schlimm. Natürlich ist es kein Kuschelduft, ne? Und alle hatten sich ja auf einen Kuschelduft gefreut. Hm, ist er nicht. Auch was leicht Grünes noch. Was Freshes. Ich finde den aber gar nicht so schlecht. Der ist okay. Am Wachs riecht er auch relativ intensiv. Würde ich jetzt sagen, dass er ganz gut abliefert. Ich bin gespannt, wie er mir warm gefallen wird. Ob ich warm sage, ja, das ist was, was meine Nase öfter riechen will. Oder ob ich sage, ach, naja, jetzt nach dem Klemmi ist aber auch gut. Bin ich durch mit dem Duft. Ah, ich finde den gar nicht so übel. Ich meine, klar, ich hätte auch lieber einen schönen Kuschelduft mir gewünscht, ne? Hat aber auch so ein bisschen was Altbackenes. Ja, so ein bisschen nach Oma-Handtasche auch, ne? Wo so die Pfefferminztropfen so rumfliegen. Naja, wir schauen mal. Kitten and Cashmere. Ich bin sehr gespannt, wie er warm kommen wird. Dann auch einer, auf den ich mich sehr freue. Ich bin so gespannt. Und zwar Bourbon Apple and Oud. Also Bourbon Apple bin ich ja voll am Start. Bei Oud habe ich Angst. Aber Apfel, oh, so ein geiler Apfelduft von Kringle. Oh. Ich habe jetzt heute gerade erstmal wieder an dem Apple Muffins. Heißt der Apple Muffins? Cinnamon and Apple Muffins oder so? Cinnamon Muffins and Apple oder so. Aus der letzten, vorletzten Herbstkollektion von Country. Oh, der riecht aber schon echt gut, ne? Vielleicht brauche ich von dem nochmal ein Glas. Also ich habe heute an dem gerochen und bin so ein bisschen nach hinten umgefallen. Wie wunderschön, der ist, der riecht nach Apfelmus.
Ich liebe so Apfelmusdüfte, ne? Na gut, wie dem auch sei. Apple, wir sind jetzt hier beim Bourbon Apple and Oud. Okay. Ich finde den. Ja. Doch, er ist ganz schön. Er hat auch wieder so eine sehr, wie soll ich das sagen, so eine sehr authentische Note. Das finde ich bei Kringle und Country aber sowieso, dass die irgendwie immer nicht so künstlich sind, sondern schon so nah dran. Ich habe da irgendwie so ein Bourbon-Whisky-Fass vor Augen. Also ein Holzfass. Mit so einer leicht alkoholischen Note irgendwie schon. Ich finde, der hat sowas. Was leicht Herbes. Na, bitter nicht, was Herbes. Was Herbes, Holziges. Leicht parfümig. So ein bisschen rau, frische Luft. Und dann schwingt er aber auch noch so eine Fruchtsüße vom Apfel mit. Aber eher... Entschuldigt. Aber... Ich finde, der Apfel ist nicht so im Vordergrund. Ich würde eher so sagen, 40% Apfel, 60% so dieses Whisky-Bourbon. Keine Ahnung, ist Whisky-Bourbon? Bourbon ist was anderes. Whisky-Holzfass. Keine Ahnung. Aber der könnte schon nice sein. Ich bin gespannt, wie er warm rauskommt. Also, wenn ihr mich fragt, ich hätte mir mehr Apfel gewünscht. Ich hätte mir mehr Apple Bourbon, also einen richtig schönen, leicht gegorenen Apfelduft. Mit so einem, ne, so ein Apfelduft, so einen fruchtig-säuerlich-süßen mit so einem Schuss irgendwie Alkohol. Und dann so eine leicht raue Holznote im Hintergrund. Ich finde schon, dass das, dieses parfümige, raue Holzfass schon mehr im Vordergrund ist als der Apfel. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich finde ihn aber nichtsdestotrotz schön. Wie gesagt, bei Oud bin ich ja immer so ein bisschen... Ja, ich bin ja nicht so rau und holzig und maskulin, ne? Das ist nicht alles so meins. Ach, das Label ist auch wieder so schön. Das ist so schwierig, ne? Da, schaut ihn euch an. Er ist schon schön. Er ist schon schön. Ich hätte mir anders ein bisschen gewünscht. Aber er hat auch was. Er hat auch was. Dann haben wir hier den Sorted Maple Pumpkin. Also wenn ich das Label schon sehe, habe ich Maggi-Angst. Also Sorted Caramel, nee, Maple. Und dann noch Pumpkin. Oh, habe ich ein bisschen Angst. Muss man aber keine Angst haben. Von meiner Nase kommt kein Maggi raus. So richtig krasse Maginasen? Könnte. Aber für mich kommt es nicht raus. Für mich kommt kein Maggi. Sondern wirklich so ein Pumpkin Pie. So ein Pumpkin Kuchen. Mit so einem Sirup oben drüber. Mit so einem Maple, mit so einem Ahornsirup. Sehr. So, ja, schlotzig. Sehr foodie. Und ich finde, man hat auch so eine leichte Salzkaramellnote. Ist schon da. Der ist sehr foodie, sehr präsent, sehr Hallöchen. Aber irgendwie mag ich dieses Salzkaramell-Sirup-Ding mit dem Kürbiskuchen. Könnte sein, dass der ein bisschen viel ist, wenn er in der Lampe ist. Also ich glaube, ich weiß nicht, wäre der mir im Wohnzimmer zu viel? Ich weiß es gar nicht. Ich rieche den eher so am Morgen in der Küche, wenn man richtig so ein Duft braucht, der einen so ein bisschen die Lebensgeister weckt. Ne? Wo man das einfach, wo man noch so friert und so schuckt und denkt so, und dann hast du so einen richtig süßen, yummy, foodigen, umarmenden Brecher, also ne, von Intensität. Ich finde den irgendwie ganz nice. Und ja, was man da auf dem Bild sieht,
so diesen schlotzigen Kürbiskuchen hier mit dem Karamell oben drüber ist schon irgendwie da. Ach, leicht salzig. Ich finde den gar nicht so schlecht. Hätte jetzt so gedacht, ah, naja, so ein random Foodie-Kürbisduft. Da gab es ja letztes Jahr auch einige, die so ein bisschen, ja, war nett, aber... Aber der hat schon was. Der ist schon nice. Mag ich. Hupala, jetzt fällt er mir noch aus der Hand. Finde ich schon ganz schön. Dann haben wir hier Maple Woods. Okay, vor dem habe ich Angst. Einfach so, ja, Label ist wunderschön, ne? Aber wenn ich dann, ja, Hölzer, oh, ich bin einfach nicht so. Okay, der ist nicht so holzig wie angenommen. Sondern ist schon eher so cremiger, weicher, so ein bisschen sandelholziger, so parfümig. Würde auch sagen, dass da eine Vanille mitschwingt. Ich finde, der riecht ein bisschen wie so ein Parfum. Wie so ein Vanille-Amber-Sandelholz-Parfum. Ja. Mühchen, Masku, nee, nicht mal, eher so Unisex-Moment. Auch eine leichte, frische Luftnote. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich davon eine Kerze brauche. Aber er ist bei weitem nicht so gruselig, wie ich dachte. Einfach, weil es eher so eine parfümige, frischere, cremigere, leichtere Holznote ist und nicht so ein Holzholz. Und Maple, ja, ich rieche da irgendwie eher so ein bisschen, ja, sowas Vanilliges und Parfümiges noch mit. Ja, der ist aber ganz nett. Ja, der ist überraschend schön. Label ist natürlich sowieso schön, ne? Was soll ich sagen? Dann haben wir hier Pumpkin Rum Toddy. Oh, guck mal, ist die gleiche Tasse drauf, wie ich habe. Guckt, da. Und hier. Also nicht ganz, aber ähnlich. Ja, so eine, ja, keine Ahnung, so eine Toddy-Düfte. Oh, keine Ahnung, was es ist, so ein Tee, Rum-Punsch-Tee, keine Ahnung. Ja, das ist schon so. Ja, das ist schon wie so ein Glühwein. Wie so ein Glühwein mit Zimt und Orange und ja, meinetwegen auch Kürbis, Alkohol, ja. Mit Gewürzen, das ist schon wie so ein würziger Früchtepunsch. Mit so einem leicht dumpfen Kürbismoment. Ja, der ist okay, aber ich mag ja so eine Getränkedüfte, immer wenn irgendwas mit Sangria und sowas alles, da bin ich ja eh so ein bisschen, ist nicht so mein Taste irgendwie. Aber wenn man sowas mag, ja, kann ich mir das schon vorstellen, dass das ganz hübsch ist. Ja, der ist okay, der ist okay. Pumpkin Rum Toddy ist in Ordnung. Und auf den bin ich auch so, so gespannt, weil ich liebe solche Düfte. Warm and Toasty. Erstmal finde ich die Kerze wunderschön. Auf dem großen Glas, das Label ist ein Traum. Und dann liebe ich Marshmallow-Düfte. Ich bin so gespannt. Leider nein, leider gar nicht. Was ist das denn? Also, ich habe einen leicht cremig-vanilligen Marshmallow im Hintergrund. Ja, der ist da. Dann ist der mir aber viel zu rau, viel zu rauchig, viel zu herb, ein bisschen maskulin, so ein frischer Luftmoment. Ein bisschen parfümig auch. Nee, der ist mir zu rauchig. Es ist nicht so diese angenehme Rauchigkeit, die noch so der Bonfire Beach mit dabei hat. Und auch nicht dieses schlotzige, nice vom Marshmallow, Campfire Marshmallow. Oder noch diese leichte Würzigkeit vom
Crispy Leaves and Marshmallow hier von Goose. Ich weiß jetzt nicht mehr, Fräulein Leaves and Crispy Marshmallows oder so. Nee, nee, nee. Das ist was Maskulines. Oh, nee. Oh, schade. Schade, bei dem war ich mir eigentlich relativ sicher. Warm and Toasty, dass der mir gefallen wird. Aber nee, der gefällt. Nee, 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 der ist nicht meins. Nee, der ist mir zu rau. Der ist mir nicht schlotzig genug. Der ist mir nicht marshmallowig genug. Der ist mir zu maskulin. Nee, das wird, glaube ich, nicht meins werden. Ich werde ihn testen. Aber ich würde jetzt mal sagen, nee. Also, ja, wenn ihr so was Raues, Angerautes, Rauchiges mögt, dann könnte es hier euer Ding sein. Meins ist es nicht so. So, das war Kringle. Jetzt geht's weiter zu Country. Ach herrje. Glazed Berry Scone. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein Heidelbeer-Blaubeer-Duft. Ja, ich bin nicht so der große Blaubeer-Fan einfach, ne? Was soll ich da sagen? Und das riecht wie Heidelbeer-Joghurt, Blaubeer-Joghurt. Cremig, süß, beerig, leicht künstlich. Original, wenn ihr so einen Joghurtbecher aufmacht, so riecht das. Wenn ihr sowas mögt, dann ist das euer Ding. Original. Meins ist, ich kann ihn jetzt düfteln, aber bräuchte ich nicht mehr von. Ist halt so ein Blaubeer-Joghurtduft. Ja. Merlot-Wein. Okay, hatten wir letztes Jahr auch, ne? Harvest Vineyard oder so. Irgendwie so hieß der doch, ne? Von Kringle. Und der riecht wie diese, kennt ihr diese? Der riecht wie diese Weingummis, die auch so diesen Wein darstellen sollen. Es klingelt. So, da bin ich wieder. Ja, das sind so diese Weingummis. Kennt ihr die? Die haben so eine Rautenform. Und wisst ihr, welche ich meine? Die haben, ich glaube, es sind sogar so eine Weingummis. Kennt ihr die? Und so riecht es. So ein bisschen nach so einem Weingummi, süß, künstlich, ein bisschen zuckrig. Ja, der hat nicht diesen typischen Weinjagd-Moment, so diese künstliche Traube, die wir so aus Amerika kennen. So riecht der nicht. Der riecht auch nicht so traubig, penatencremig wie der letztes Jahr von Kringle. Der riecht anders. Der riecht wirklich wie ein Weingummi. Ich finde den besser als gedacht. Weil diese künstliche Traube mag ich gar nicht. Ja, der riecht wie eine Süßigkeit. Wie diese Weingummis. Wenn ihr sowas mögt, wenn ihr so Candy Girl oder Boy seid, könnte das was sein. Ich werde ihn jetzt düfteln, aber ich glaube, es ist jetzt nichts, wo ich ein Glas von bräuchte. Obwohl das Label natürlich. Oh mein Gott, ist das schön, ne? Und auch die Wachsfarbe ist schön. Der Duft ist schöner als gedacht. Und wenn ihr Angst vor der künstlichen Traube habt, das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Es riecht wie diese Weingummis. Ja, der ist ganz nett. Der ist ganz nett. Den kann man machen. Den kann man machen. Dann habe ich hier Almond Butter Cookie. Okay. Schauen wir mal, hört sich jetzt sehr, sehr foodie an. Ja, ist auch ein sehr foodiger Duft. Der hat für mich eine Kaugumminote. Kennt ihr vom Bum Bum Eis den Kaugummistiel? Daran erinnert er mich. Ja, so ein bisschen süßlich, zuckrig, vanillig. So ein bisschen künstlich. Ey, der hat. Almond Butter Cookie. Also ich hätte mir was anderes vorgestellt. Ja. Ich habe irgendwie die ganze Zeit diesen Kaugummi jetzt, diesen Kaugummi vor Augen. Ja, er ist auch so ein bisschen cremig, okay. Mandel, ja, bekommt man bestimmt auch irgendwie so ein bisschen marzipanig.
ist schon irgendwie so, aber irgendwie hat er auch was von diesem Bum-Bum-Kaugummi-Stil. Der ist auch schon ordentlich, ordentlich süß. Der ist schon ordentlich süß und künstlich. Eieiei. Das ist schon so eine richtige... Ach, also der kippt immer schon alles zusammen, ne? Ich glaube, für meinen Geschmack ist der ein bisschen zu süß. Ja, ich glaube, diese Almond, diese Mandel... Note kippt für meine Nase ein bisschen so sehr ins Marzipanige und dann ins schon so ein bisschen drüber künstlich. So, ich glaube, die ist mir ein bisschen zu viel einfach. Aber man kann sie schon erkennen. Ah, der ist ganz schön heavy. Eieiei. Almond Butter Cookie. So, jetzt machen wir mal Pinecones and Pomander. Bei denen dürften mir nicht immer ein bisschen... Also das ist nicht so mein Taste einfach. Das ist nicht so meine Art Düfte. Ja, das ist einfach immer sehr orangig. Und dann habe ich gleich so diesen Badezimmer-Moment so von Reiniger und so. Das ist Orange, was Frisches, was leicht Ätherisches. Ja, meinetwegen, lass es so ein Pinecone sein. Hat auch so ein bisschen was von Sauna-Aufguss. Ja, der ist sehr orange mit Sauna-Aufguss. So ein bisschen krautig. Der pustet halt auch so ein bisschen die Nase frei. Ich merke das gerade. Ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Ja, kann man schon machen. Ist okay. Ist okay, mal so ein Clamshell werde ich davon aufdüfteln. Aber so, glaube ich, für einen Glaskandidaten ist das dann nicht so mein Ding. Ne? Also einfach diese orange Note. I don't know. Dann haben wir hier Praline Buttercream. Eieieiei, da habe ich ja schon Angst. Das wird, glaube ich, heftig werden. Oh, der ist aber ganz schön. Oh ja, der ist wirklich sehr weich, sehr cremig. So weiße Schokolade habe ich irgendwie. Ja, so das, wie das hier oben drauf, dieser kleine Snickers so, ne? Mit dieser festen Milchcreme, so ein bisschen was Haselnussiges, so ein bisschen Schokolade. Ein bisschen, naja, Alkohol nicht, aber so einen ganz leichten Stich irgendwie. Sehr reichhaltig, sehr dekadent, aber irgendwie finde ich ihn auch ganz schön. Ich glaube, für so einen kalten Tag könnte ich mir schon denken, ach, der ist ganz nett. Und wenn ihr so richtige, flotzige Düfte mögt, so eine richtige Foodie-Nase seid, kann ich mir auch vorstellen, dass das hier genau euer Ding ist. Er hat so leicht einen Stich ins Ungewisse, das mag ich. Es gibt ihm wieder so eine... Dass er nicht zu mächtig wird, sondern er hat noch so einen interessanten Wiff mit dabei. Doch, finde ich ganz schön. Doch, den mag ich. Praline Buttercream finde ich ganz schön. Mein Gott. So, und jetzt den letzten Duft. Wild Birch and Rain. Und irgendwie habe ich ja hier Hoffnung, dass es ein wunderschöner Regenduft ist, weil ich liebe Regendüfte. Nee, der ist mir zu ätherisch für einen Regenduft. Oh, ich merke das richtig, wie es in die Nase zieht. Ja, das ist so ein sehr ätherischer Eukalyptus-Regen. Ja, mit ein bisschen was Hellholzigem dabei, okay. Oh nee, der ist mir zu ätherisch. Zu Eukalyptus-mäßig. Der zieht mir gleich in die Nase hoch. Der ist mal okay, den kann man düfteln, aber da bräuchte ich kein Glas von. Oh ja, der ist, Heilige Eukalyptus. Ja. Ja, Eukalyptus, hellholzig, frisch. Ja, hat auch irgendwas Blaues, kann schon mitschwingen.
Ja, oh, pff, aber ei Heidewitzka, also der macht euch die Nase frei, ne? Der sagt doch Hallöchen, ich finde den sehr intensiv. Ja, es ist okay, aber ich wollte einen schönen Regenduft. Dafür ist er mir zu mentholig irgendwie. So, meine Lieben, das war's. Das waren die neuen Country Kringle Düfte. Was sagen wir? Also es gab schon bessere Kollektionen so für meine Nase, muss ich sagen. Ja, es gab schon bessere. Einfach weil so die ein, zwei, auf die ich mich auch schon sehr gefreut hatte, ja, ich hatte mich sehr auf den Kitten in Cashmere gefreut. Da muss ich gucken. Ich finde den gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, Kitten in Cashmere. Ich finde, der hat irgendwie was, wenn man jetzt nicht mit einem Kuschelduft rechnet. Finde ich den ganz schön. Ich hatte mich sehr auf den Apple, Bourbon, Apple and Oud gefreut. Da muss ich auch gucken. Der könnte noch was werden. Der könnte noch ein Liebling werden. Warm and Toasty, der geht für meine Nase leider gar nicht. Ach nee, den finde ich, hat sogar ein bisschen was Würziges, Maggi-mäßiges für mich. Der geht gar nicht. White Birch and Rain ist mir leider zu mentholig. Pinecones und Pomander, wie gesagt, das ist einfach nicht so mein Geschmack. Aber wenn man so eine leicht krautige Orange mag, wäre das was. Maple Woods finde ich ganz, ganz gut. Überraschend schön. Wüsste ich auch nicht, ob ich da ein Glas bräuchte. Der Salted Maple Pumpkin, den mag ich auch überraschenderweise recht gerne. Doch, der ist schöner auch als gedacht. Und auch die Pumpkin-Note. Das ist so ein fresher Pumpkin. Ja, der könnte ganz schön sein. Aber für eine Kerze vielleicht auch ein bisschen zu mächtig für mich. Praline Buttercream. Den mochte ich auch. Doch, den finde ich immer noch ganz nice. Der hat was. Almond Butter Cookie. Ich habe da einfach diesen Kaugummi, riecht, schreibt mir das mal, habt ihr auch diesen Bum-Bum-Eisstiel-Kaugummi da in der Nase? Das ist ja nicht zu fassen, was ist denn da los mit meiner Nase? Glazed Berry Scone, das wusste ich schon, das ist so ein Blaubeerjoghurt, wer das mag. Mellow Wine. Ja, der riecht einfach nach diesen Weingummis. Was soll ich da sagen, der riecht nach diesen Weingummis, original. Pumpkin Rum Toddy. Ach so, hier. Nee, das ist nicht so mein Ding. Da ist auch noch ein bisschen was Orangiges mit dabei. Nee, das ist aber, das dachte ich mir auch schon mal. So eine Getränkedüfte sind nicht so meins. Ich muss gucken. Jetzt so aus der Kalten würde ich jetzt von keinem mir sofort ein Glas holen. Ich müsste die alle erstmal antesten. Aber meine Lieblinge sind schon Kitten and Cashmere, Bourbon Apple, Praline Buttercream. Salted Maple Pumpkin und Maple Woods finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, den finde ich auch ganz schön. So ein, ja, der hat irgendwie was. Wenn so Besuch kommt, so was Parfümiges, ist schon ganz nett. Ja, ja, ja. Und die anderen so, ja. Ja, sind okay. Einige sind, die Merlot Weins ist auch okay und Almond Butter Cookie, aber glaube ich keine Glaskandidaten. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Und bei den Vieren hier müsste ich die werde ich testen und gucken. Ja, aber so auf den First Sniff ist jetzt für mich keiner dabei, wo ich sage, ich brauche, ne? So wie bei letztes Jahr im Sommer, Frühling der Cake Pop. Da war mir ja, da musste ich sofort das Glas holen. Ja, die anderen muss ich erstmal testen. Aber gut, ja, schauen wir mal. Für meine Nase gab es schon bessere Herbstkollektionen. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, geht gar nicht. Ne? Geht gar nicht. Ich finde sie alle relativ intensiv. So vom Wachs her. Wenn ihr die Kerze habt, schreibt gerne mal eure Eindrücke. Schreibt mir sowieso sehr, sehr gerne, was ihr von der Kollektion haltet. Was eure Lieblinge sind, wo ihr euch das Kerzenglas holen werdet. Wo ihr sagt, ach nee, hat mich enttäuscht, habe ich mir mehr von erhofft. Ja, und einfach so, wie eure Eindrücke sind, was ihr so meint, denkt und fühlt. Ja, bin ich gespannt.
ob ich irgendwie falsch liege. Ich habe nämlich auch versucht, keine anderen Reviews und was weiß ich, Videos und Postings anzugucken, weil ich will euch ja schon sagen, was ich jetzt so für Sniff-mäßig da rieche. Ne? Was das warm alles wird, ist ja nochmal eine andere Ausnummer, aber dafür gibt es ja das aufgebraucht. Ne? Oder auf Instagram, ne, meine Posts. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Passt auf euch auf, lasst es entspannter gehen, lasst euch nicht stressen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.